Willkommen bei einer neuen Folge Baba is You. Letztes Mal haben wir die Tempelruinen gemeistert. Und ich würde in dem Fall sogar wirklich sagen gemeistert, denn wir sind eigentlich... Ich bin sehr gut vorangekommen. Ich würde sagen, wir sind gut vorangekommen, aber ihr konntet ja nicht so viel Input geben. Gucken wir mal, ob das jetzt vielleicht wieder anders ist. Wir gehen jetzt direkt erstmal in das Spiel rein, würde ich sagen. Und nach den Tempelruinen kommt jetzt Forest of Fall. Schauen wir doch mal einfach da rein. Vor allem, was... Es dürfte ja wieder eine neue Mechanik dazukommen. Gucken wir uns mal an, was diese neue Mechanik so kann. Ab ins erste Level. Hopp. Okay. Wartet kurz. Das müssen wir wieder ändern. Nein, warte. Das war falsch. So. Das schieben wir jetzt einfach mal nach hier links. Da scheint nämlich nichts zu sein. So. Zack. Wir haben folgende Regeln. Water is defeat. Flag is win. Love is tele. Baba is you und fans is stop. Okay, dann kommt scheinbar dieses Tele jetzt hinzu. Wir haben Zäune, wo wir nicht durchkommen. Das heißt, fans is stop, Baba is you, flag is win und water is defeat wird immer so bleiben. Und ich habe irgendwie die Vermutung, dass Tele für Teleportation steht. Haha. Okay. Das war irgendwie jetzt leicht. Also, das heißt, leicht selbsterklärend. Gucken wir mal, können wir auch... Oh, wir können auch... Okay, das ist jetzt interessant. So, zurück. Wir können nicht die... Okay, jetzt ist es... Ah. Aber es ist auf der falschen Seite. Wobei, wir können das auch noch anders machen. Ha. Wir können das auch noch anders machen. Wir machen... Jetzt hier, Love is Push. Dann können wir die pushen und dann... Nein, so nicht. So nicht. So funktioniert das Ganze nicht. Wir müssen uns wahrscheinlich zur Flagge teleportieren. Wie teleportieren wir uns zur Flagge? Geht das, indem wir sagen... Moment, lass mich mal ganz kurz schauen. Geht das so? Ja, so würde das gehen. Alles klar. Das heißt, wir müssen das eine Herz rüberholen auf die andere Seite vom Fluss. Irgendwie. Denn wir kommen ja nicht durchs Wasser durch. Ah. Oder? Mal kurz überlegen. Nee, das kann auch nicht. Wir müssen auf die andere Seite vom Fluss kommen, auf jeden Fall. Ja. Okay, wir starten nochmal neu. Machen wir einen Restart. Und schauen jetzt einfach direkt mal von Anfang an. Wir brauchen... So, meine Idee war jetzt folgendes. Dass wir das Herz auf die Flagge schieben und dann die Flagge rüber teleportiert wird. Das würde allerdings nicht klappen, denn wir wären dann auf der Seite gefangen. Die Flagge wäre zwar hier, aber wir kommen immer noch nicht an die Flagge ran, weil wir nicht auf die andere Seite vom Herz zurückkommen. Dort tun wir wohl. Das tun wir wohl, passt auf. Oh, okay. Jetzt muss ich nur gucken, wie kriege ich jetzt das Push wieder? So. Nein, so nicht. Gut, jetzt haben wir das Push auch auf der Seite, auf der ich es haben will. Ich glaube, ich weiß doch wie. Und zwar, wir sagen jetzt... Nein, das ist einer zu weit. Love is Push. Ja, das ist immer noch einer zu weit. Moment, so, jetzt. Sagen wir, Love is Push. Wobei, ich glaube, das wird so auch nicht klappen. Oder? Das Herz dahin pushen? Hm.
So, jetzt ist es dahin, aber jetzt kriegen wir das Tele nicht mehr dahin. Jetzt bekommen wir das Tele nicht mehr dahin. Moment mal. Können wir das Wasser wegteleportieren? Eine ganz dummer Gedanke. Oh, wir können das Wasser wegteleportieren. Interessant. Okay. Move und jetzt? Nee. So. Jetzt ist das Wasser wegteleportiert. Das heißt, wir können zur Flagge. Okay. Okay. Habe ich lange für gebraucht, aber ich habe es geschafft. Und wir haben jetzt schon direkt ein Bonus-Level. Jump. Ja, schauen wir doch mal rein. Was will denn direkt dieses Bonus-Level von uns? Ist, haben wir wieder dasselbe. Jetzt ist allerdings der Kram auf der anderen Seite. Ja, aber dürfte sich eigentlich nicht so viel dran ändern, oder? Doch, eigentlich schon. Jetzt müssen wir wahrscheinlich den Kram... Wir können aber nicht den ganzen Befehl rüberholen. Wir können nicht den ganzen Befehl rüberholen. Ah. Ach doch, können wir wohl. Passt auf. Können wir wohl. So, du musst erstmal jetzt hier rüber. Zack, zack. So. Jetzt ist das Push hier. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt sagen wir Love is Push. Zack. Jetzt sagen wir Love is Tele. So. Sagen wir wieder Love is Push. Zack. Jetzt können wir nämlich den ganzen Kram darüber schicken. Und jetzt können wir das machen, was ich gerade machen wollte. Jetzt sagen wir hier, schieben wir die Liebe hier hin. Schieben die auf die Fahne. Holen wir das Tele noch rüber. Zack, zack, zack. Und jetzt. Haha. Easy. Ja, aber ich glaube, die hier, der Wald, der wird schwieriger als die Ruinen. Die Ruinen waren ja echt. Zumindest zu dem zweiten Level, zu der zweiten Level-Einsammlung war das echt ein Kinderspiel, aber ich glaube, hier wird es wieder schwieriger. Also, wir müssen uns ein bisschen mehr anschauen. Keke ist Move. Box ist Shut. Box has Flag. Okay, wir müssen die Box zerstören, um an die Flagge ranzukommen, denn die Flagge ist Win. Keke ist Keke, das heißt, wir können Keke nicht verwandeln. Key ist Open. Key ist Pull. Oh, Pull, das heißt, wir müssen ihn ziehen, wenn ich es richtig verstehe. Baba ist You. Wall ist Stop. Water ist Defeat. Okay. Wir kommen nicht an. Keke ist You. Achso, ich muss mich mal eben wieder umsetzen. Entschuldigt. Eben wieder rüber auf die rechte Seite. Ja, komm. So, zack. Dann bin ich wieder auf der rechten Seite. Könnt ihr alles sehen. Also, wir haben Keke ist Keke, können wir nicht verändern. Wir können Baba ist You nicht verändern, also wir bleiben Baba. Wir können Wall ist Stop nicht verändern. Wir können Water ist Defeat nicht verändern. Wir können Key is Open nicht verändern. Wir können Box is Shut und Has Flag nicht verändern. Und Flag is Win. Können wir nicht verändern. Wir können Key is Pull nur begrenzt verändern. Und Keke is Move auch nur begrenzt. Okay. Das heißt, oh, Entschuldigung. Also ihr seht nichts, ich bin gerade auf meine Windows-Taste gekommen. Das kann ich aber deaktivieren tatsächlich bei meinem. Und ihr habt gerade schon gesehen, wir können den Schlüssel ziehen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier lang. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal sagen, Keke ist Pull, um Keke in die richtige Position zu bringen. Zack. So ist Keke in der richtigen... Na, so war das nicht geplant. Okay, warte, zurück. So. So. Jetzt müssen wir eben den großen Bogen drumherum machen. So, jetzt holt Keke den Schlüssel rüber. Ja.
So, Box ist shut. Das heißt, wir müssen den Schlüssel zur Box bringen. Ja, das dürfte jetzt das geringere Problem sein. Gib mal den Schlüssel her, Keke. Machen das jetzt folgendermaßen. Wir ziehen den jetzt runter. Ne, wir kommen an das Key nicht ran. Wir kommen an das Key nicht ran. Ich wollte jetzt sagen, Key ist Move und dass der dann den Schlüssel quasi nimmt. Okay, warte, zurück. Zurück, zurück. Ja, dann muss Keke den Schlüssel wahrscheinlich dahin bringen. Ja, pass auf. Den Schlüssel bringen wir mal kurz zurück. Dann, ich muss nochmal eben weiter zurück. So. Jetzt sagen wir wieder, Keke ist Pull. Sagen wir, Keke, komm her. So. Damit wir auch Platz haben. Moment mal. Stopp. Key ist ja auch Pull. Geht das? Habe ich jetzt vielleicht wieder einfach zu schnell in Gedanken? Achso, jetzt ist Keke im Weg. Warte. Bring nochmal eben Keke zurück. Weil wenn wir über die Box laufen können... Ja, wir können über die Box laufen. Können auch über Keke theoretisch laufen. So. Jetzt rüber. Aha, okay. Das war schon die Lösung. Alles klar. Schon wieder zwei weitere Level offen. Achso, ich muss jetzt hier den Umweg gehen, leider. Rocky Road. Was haben wir hier? Diesmal verdecke ich nichts. Hier, ihr seht den letzten Befehl hier, Love is Hot, das ist sowas in der Richtung steht. Wir haben sonst Baba is You, Love is Tele, Love is Push, Rock is Defeat, Wall is Stop, Water is Mad, Water is Defeat, Flag is Win und Love is Hot. Okay. Was wir nicht verändern können. Wall is Stop. Und damit können wir auch nichts verändern, was außerhalb der Mauern liegt. Das bedeutet, wir bleiben für immer Baba. Die Steine bleiben für immer Defeat. Flagge wird immer unsere Gewinnbedingung sein. Love is Hot. Okay. Können wir nicht verändern. Und Water is Melt and Defeat. Dass wir nicht übers Wasser können. Okay. Wir können die Liebe pushen. Ich schätze mal, das bedeutet, dass wir uns nicht teleportieren können, solange wir auf der Liebe draufstehen. Mhm. Nicht auf die Liebe draufkommen. So, wollte ich das sagen. Und... Was ist, wenn wir die Liebe... Aha, so, ja. Nee. So. Jetzt haben wir einen Stein auf der anderen Liebe. Das ist aber ein Problem. Insofern, dass wir... das ist ein Problem, weil wir aber nicht... Okay, ich habe eine Idee. Dafür starte ich nochmal neu. Meine Idee ist folgendermaßen, dass wir einen Stein auf die andere Seite teleportieren. Und zwar während der Stein auf dem Wasser ist. In der Hoffnung, dass der... Nee, das Wasser könnte eigentlich dann nicht den Stein defeaten. Defeat bezieht sich ja immer auf uns. Das bezieht sich gar nicht. Okay, dann kann ich die Idee vergessen. War ein guter, cooler Gedanke, aber funktioniert so nicht. Wie kommen wir auf die andere Seite vom Wasser, ist erstmal die Frage. Dafür würde ich sagen, wir schauen uns erstmal selber auf der anderen Seite ein bisschen um. Also wir können da nicht durch. Und... Also wir müssten uns quasi dann darunter teleportieren. Wir bekommen aber das Herz nicht durch das Wasser geschoben, denn... die Liebe würde dann schmelzen. Gehen wir nochmal rüber. Aktivieren wir hier nochmal das Push. Nein, so nicht. Deaktivieren dafür das Tele. Gib
Ein umher, so Zähler deaktivieren. Jetzt könnten wir das da drunter schieben. Die Sache ist halt die. Ich hätte sofort eine Lösung, wenn wir die ganzen Befehle auf der rechten Seite hätten. Da haben wir sie aber nicht. Das ist das Problem dahinter. Wir könnten. So, Love ist Push. Jetzt dann einmal. Zack. So, jetzt ist ein Stein auf der anderen Liebe drauf. Was ist, wenn wir das jetzt so machen? Dann wechseln wir nur die Steine, ne? Dann wechseln wir nur die Steine durch. Das Problem ist halt, dass Liebe auch Push ist. Das heißt, wir können sie nicht weiter schieben als... Ich weiß, wie die... Also, was wir machen könnten, ist halt... quasi die Liebe immer weiter schieben. So könnten wir sie dann quasi auf die andere Seite bringen. Das Problem ist nur, ja, wir bekommen sie so auf die andere Seite, aber wir bekommen uns nicht auf die andere Seite rüber. Wir bekommen uns nicht auf die andere Seite rüber. Jetzt habe ich das Tele rübergebracht. Das ist ganz, ganz schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich könnte das... Ja, wir kriegen das Tele nicht rüber. Also das Love is Push könnte ich auf die rechte Seite bringen. Da bekommen wir den Rest nicht rüber, den wir aber brauchen. Machen wir nochmal einen Restart. Das ist echt gerade ein bisschen tricky. Ich übersehe wahrscheinlich wieder nur eine Kleinigkeit. Was könnten wir noch machen? Das Problem ist, dass wir uns halt nicht rüber teleportieren können, während das Love is Push noch aktiv ist. Oder bekommen wir das vielleicht doch hin, wenn wir das folgendermaßen machen. Das hier eine runter und was ist, wenn ich jetzt... Nee. So nicht. Ich müsste das Push in Position bringen, während ich auf Liebe gehe, aber das klappt so nicht. Okay, das ist echt nicht leicht, das Level. Das ist echt nicht leicht. Love is Tele. Love is Push. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wir kommen hier aber nicht durch und wir bekommen die Liebe nicht durch. Das heißt, selbst wenn ich jetzt hingehen würde und... So kriegen wir das... Push auf die andere Seite. Aber was bringt uns das hier? Ist die Frage. Was bringt uns das Push auf dieser Seite? Denn wir können die Liebe halt nicht darüber schieben, dann. Nehmen wir eben das mal wieder rüber. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite und das Push ist aktiv. Aber. Ich Idiot. Das bedeutet, der Water is melt, Love is hot. Das bedeutet, dass die Liebe das Wasser zerstört und nicht umgekehrt. Wie... Oh. Ja, ich bin ein Idiot, ich weiß. So, wartet. Jetzt haben wir aber ein Problem. Wir kommen nicht an die Fahne ran. Doch, kommen wir. Nein, kommen wir nicht. Ich komme gerade nicht an die Fahne ran, verdammt. Ich komme gerade nicht an die... Okay, ich...
Das kriegen wir hin, indem wir hier, zack, zack, ha, so kommen wir an die Fahne ran. Ha, haben wir das Level doch noch gelöst bekommen. So, jetzt geht's wahrscheinlich auch einmal, nee, jetzt geht doch nicht die Bahn nach unten auf. Okay. Telefon. Ring, 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 ring. Okay, was haben wir hier? Wir haben Tree is stop, text is float, key is open, door is shut, door is stop, flag is win, wall is stop, Baba is you, key is push. Okay. Wir haben zweimal Baba. Wir kommen. Achso, ich muss mir mal kurz wieder ein bisschen verschieben. Wo denn am besten? Ich glaube, hier werde ich nicht hin müssen. So. Zack. Also wir kommen nicht an Tree is Stop und Text is Float ran. Also Text is Float wird immer bleiben, Tree is Stop wird immer bleiben. Denn wir kommen auch nicht an Wall is Stop ran. Das ist nämlich hier in so einer Eckposition, wo wir es nicht verschieben können. Flag is Win auch in so einer Position. Das heißt, die Flagge wird immer unsere Siegesbedingung sein. Baba is You könnten wir verändern. Wir können Key is Push verändern. Key is open und Door is shut and stop ist auch in so einer Eckposition. Das heißt, wir haben auch wieder nicht viel, womit wir arbeiten können. Wir müssen nach da rechts irgendwie und wir müssen erstmal an den Schlüssel ran. Das ist die wichtigere Variante. Isis Teleport könnten wir machen. Damit kriegen wir den einen Baba raus. So. Der würde jetzt an Key rankommen. Könnte den Key so zu sich teleportieren, theoretisch. Jetzt müssten wir das... Das Eis ist Push bräuchten wir, aber das bedeutet, wir kriegen ja nicht den Text da durchgeschoben. Ist das Problem. Wir kriegen nicht den Text da durchgeschoben. Weil sonst können wir einfach das Eis nämlich darüber bringen. Und dann Schlüssel da rein teleportieren. Wir könnten Baba ist Teleport machen. Wenn wir uns vorher zum Eis machen. Ne, wir müssten beides gleichzeitig irgendwie das andere bringen. Kriegen wir das hin? Baba ist Teleport. Und Eis ist You aufzubauen. Dafür müssten wir das erstmal alles runterschieben. Das wäre theoretisch noch möglich. Ja, das funktioniert so nicht, ne? Ja, so sind wir ja nix mehr. So sind wir nix mehr. Aber wenn wir uns halt zum Eis machen, wir müssen, glaube ich, echt irgendwie Baba ist Teleport. Müssen wir irgendwie aktivieren. Baba ist Teleport. Wie aktivieren wir Baba ist Tel, aber so, dass wir Eis ist You machen können. Erstmal so wieder rüber. Ich muss jetzt erstmal irgendwie den anderen Baba so da oben festsetzen. Ich möchte nämlich jetzt erstmal nur gucken, wie ich das hinbekomme mit Baba is Tail. Stimmt, müssten wir das überhaupt? Wir müssen gar nicht uns zum Eis machen, ne? So, machen wir erstmal einen Baba is Tail. So, jetzt muss der andere Baba da wieder runter. Nee, warte, jetzt noch nicht Key ist Push. Oh, ist das Eis drin? Jetzt ist der Schlüssel drin. Sagen wir Key ist Push. Jetzt machen wir ja Baba ist Teleport wieder weg. Ah, okay. Gelöst! Perfekt. Perfekt, perfekt. Damit haben wir schon mal die ersten vier Level plus das erste Bonus-Level von dem Forest of Hall gelöst. Und beim nächsten Mal machen wir direkt weiter. Ich werde jetzt direkt weitermachen. Und ihr seht dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Bis dahin, macht's gut. Ciao.